So, liebe Facebook-Freunde, bei mir ist ein glücklicher, aber doch auch trauriger Max Weißkirchen. Max, du hast gerade Viertelfinale gespielt gegen Fabian Roth, dem amtierenden deutschen Meister. Du hast gewonnen, aber weil Fabi im dritten Satz nicht mehr spielen konnte, das tut uns beide unglaublich leid, oder? Ja, auf jeden Fall. Vor allem, weil ich selber halt Dreivierteljahr raus war wegen der Herzmuskelentzündung und ich weiß, wie es ist, sich da zurückzukämpfen und dass es gar nicht einfach ist und dass man auch dann am Überlegen ist, hört man auch noch mal weiter, weil es ist eine schwere Zeit und die halt wieder zu überwinden und dann wieder stark zurückzukommen, so wie ich es eigentlich geschafft hatte und jetzt halt wieder so ein Rückschlag ist halt echt schlimm. Liebe Facebook-Gemeinde, also dickes, fettes Like, vor allem auch mal erstmal für Fabi Roth, dem wir die Daumen drücken, dass er bald wieder fit ist. Max, trotzdem, du bist jetzt im Halbfinale, den deutschen Meister rausgeräumt. Fängt man jetzt an zu träumen? Ja, auf jeden Fall. Träume ich von, Medaille habe ich ja jetzt schon, aber ich träume jetzt auf jeden Fall von einem Titel und will ihn mir auch holen und alles auf jeden Fall geschafft. Ja. Jetzt müssen wir noch verraten, du spielst ja auch Doppel, Marvin Seidel. Das ist ja so ein Anruf gekommen von Marvin, Marc verletzungsbedingt auch ausgefallen. Wie ist das so, wenn da so ein Nationalmannschaftskollege anruft und sagt, hey, hast du Lust mit mir eine Runde Doppel zu spielen? Auf der Deutschen? Ja, war ganz witzig, weil er hat mir Dienstag und Montagsabends geschrieben und dann habe ich gesagt, ja hier, geschrieben, hast du Bock auf eine Medaille? Und ich sage, ja klar, okay, wieso nicht? Und dann habe ich gedacht, das ist eine Chance, die nutzt du und ja, mal gucken, wie weit wir kommen. Morgen ab 11.30 Uhr im Halbfinale seht ihr Max Weißkirchen. Kommt vorbei in der Seilensteckerhalle. Max, viel Glück und nochmal, Fabi, wir drücken dir die Daumen.